Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, hier bei YouTube hereinzuschauen. Heute geht es um eine mobile Kappsägner-Tisch-Unterkonstruktion, Beweglichkeitsding, irgendwas. Auf jeden Fall habe ich das ursprünglich gebaut, die Kappsäge zum Draufstellen und nebenbei, dass ich es zur Kreissäge stellen kann, um Abschnitte hier reinzuwerfen. Aber ich habe bemerkt, großteils wird dieses Kästchen benutzt, um irgendwelche großen Teile herumzuführen oder wenn ich Leisten mache, eine mobile Ablage. Und die Kappsäge steht meistens irgendwo am Boden, muss sie dann immer raufstellen wo und anschließen. Und das ist sehr mühsam. Jetzt ist mein Plan, ein Kästchen wie einen Tisch mit 5 Achter Staffeln, werde jetzt mit der Dominofräse alles verleimen und dann habe ich oben die Kappsäge, unten kommt ein Staubsauger hinein, dann ist die Maschine immer fix angeschlossen und ich kann damit herumfahren. Gehen wir es an. Die Grundidee ist jetzt einfach 4 so Beine, die hier und hier verbunden sind. Dann gibt es noch hier die Verbindungen, also die Höhe habe ich mir abgemessen, werde ich 70 cm machen, die Tiefe 60 und die Breite 80. Dieser Achter schaut jetzt sehr eigenartig aus. Auf jeden Fall brauche ich 1, 2, 3, 4 Teile mit 70, dann brauche ich 1, 2, 3, 4 Teile mit 80 und 1, 2, 3, 4 Teile mit 60 nicht, denn hier sind die Aufrechten. 5 Achter Staffeln minus 5 minus 10 sind 50. Ja, das sind, dass ich weiß, wie viel Staffel ich brauche. 4 mal 7 ist 28, 2,8. 4 mal 8 ist 32 und 4 mal 5 ist 2 Meter. Zusammen sind das 8 Meter. Das heißt 2 5 Achter Staffel. 2 5 Achter Staffel habe ich mir jetzt hier hergelegt. Hier haben wir den Zuschnittplan, also die 4 Teile mit 70, 4 mit 80 und 4 mit 50. Das werde ich jetzt ablängen, werde das alles dominisieren, verleimen, trocknen lassen und dann zusammenschrauben. Dann oben eine Platte hinauf, unten eine Platte, wo der Staubsauger steht und hinten noch so ein kleines Restplättchen, das ich habe, damit die Stabilität erhöht wird, so quasi wie wenn eine Rückwand dran wäre. Und vielleicht, dass ich im Nachhinein dann noch was baue zum Ausziehen, dass ich eine Auflagefläche habe, aber großteils mache ich das sowieso mit den Rollböcken, die ich habe. Die stelle ich mir hin, wenn ich längere Sachen machen will. Ich glaube, die Arbeit muss ich mir gar nicht machen, irgendwas zum Ausziehen. 1, 2, 3, los! Mit den langen Teilen fängt man immer an. 80 cm ist das längste, das ich brauche. Jetzt stehe ich drüben an, leider. 80 und 80 ist 160, schon eigentlich 162. Das kann ich nicht nehmen für einen 70er dann. 4 mal 80, 4 mal 70. Ach, hier was, vielleicht nehme ich dann als 50er. Den ersten Rahmen habe ich schon eingeleimt. Beim zweiten Rahmen seid ihr dabei. So sieht das Ganze aus. Hier kommt Leim heraus. Zack, er ist noch immer hier. Ich lege mir hierzu den Rahmen ganz normal auf. Oben die durchgehenden, wo die Maschine steht. Und die gebe ich hier herein. Ich hätte natürlich beim Zuschneiden das alles wegberechnen können, aber mir ist die Höhe relativ egal. Ich habe das probiert mit der Kappsäge. Ich tue mich in jeder Lage eigentlich recht leicht mit dem Schneiden. Also habe ich mir hier einfach nur das alte Gestell abgemessen und wusste, wenn ich das Maß hier so nehme, wird es etwas höher werden wie das andere. Durch die Räder, die noch drauf kommen. Ich mache mir natürlich auch das Tischlerdreieck. Jetzt sehe ich, das ist unten, Seite, Spitze ist oben, Seite. So quasi hier, 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 hier. Bei der Dominofräse habe ich mir jetzt hier unten, hat es so Anschläge, die ich herausgipsen kann oder auch reingipsen. Wenn ich hier rauf drücke, springen sie wieder rauf und durch diese zwei Einstellungen kann ich quasi, ohne dass ich messen muss, die Fräsungen machen. Also einmal hänge ich bei diesem Punkt, es ist eine Feder, die kann ich wegdrücken und einmal bei diesem. Und das ist quasi mein Anschlag. Hier ist meine Nulllinie immer. Und diese Einstellung habe ich erst ein Musterstück gemacht. Das geht sich genau aus, dass ich hier zwei hereinbringe und die 8 cm hier nicht überschreite. Ich fräse immer die zwei gleichen als erster,
damit ich mich nicht verdun kann. Ich arbeite von außen nach innen. Eingestellt habe ich mir hier 50 mm Tiefe. Das heißt, 10 cm sind die Dominos. Ich schneide die Dominos dann nur 9,5, um für den Leim noch Platz zu haben. Die Höhe habe ich mir eingestellt, 25 mm. Die haben 50 mm und die Hälfte genau. Also bei dieser Einstellung ist immer von Mitte Bohrer ausgemessen. Mit diesen Zapfen hier hänge ich hier ein. Jetzt habe ich hier meine Bohrungen. Wenn die noch um einen Zentimeter weiter auseinander wären, wäre mir das noch lieber. Aber viel mehr kann ich da jetzt nicht einstellen. Aber so ist das auch kein Problem. So, jetzt wieder Außenseite. Durch das Tischlerdreieck hier sehe ich genau, wo meine Außenseite ist. Und hier fahre ich wieder jetzt mit der anderen Seite. Vorher habe ich hier angeschlagen und jetzt hier. Zuerst mit diesen, hier bis ich anstehe. Und jetzt mit dem zweiten. Da drückt sich dann der erste automatisch hinein, da ich hier ans Holz anstehe. Jetzt ist das hier fertig gefräst. Bisschen ausputzen. Und das nächste. Wieder Außenseite, sehe ich an den Tischlerdreieck. So, jetzt habe ich hier die zwei Punkte. Wenn man ohne Absaugung arbeitet, ist das nicht sehr zum Empfehlen. Das verstopft alles. Ich glaube, für die Maschine ist das auch nicht sehr empfehlenswert. So, und jetzt die Querbalken oben. Hier wieder dasselbe. Außen, immer außen nach innen arbeiten. Also hier der erste Haken einhängen von außen. Jetzt werden sich einige gedacht haben, von innen geht es gar nicht. Ja, von innen wird schon gehen, aber hier müsste ich mir was anreißen. Aber ich will ja das unkompliziert machen. Dafür nehme ich mir auch die Dominomaschine. Wenn ich es kompliziert haben wollen würde, tun haben getan, dann würde ich mit der Schlitzscheibe und einstemmen und so weiter und so fort. Mit der Maschine soll es ja einfach gehen. Da will ich nicht großartig anreißen. Wenn ich anreißen würde, müsste ich mit diesen Strichen hier, mit dieser Skala hier, wenn hier unten an die Platte liegt, muss der Strich genau am Riss sein. Aber wie gesagt, unkompliziert. Dafür ist diese Maschine perfekt. Aus einer Dominofräse kann man auch einstellen, dass der Schlitz breiter wird. Ich habe jetzt genau eingestellt, dann fräst er so breit, wie das jetzt zu sehen ist. Und ich könnte, wenn ich wollte, das Gegenstück um 3-4 mm größer fräsen, dann würde das leichter zusammenstecken gehen. Das wird vielleicht interessant, wenn ich hier jetzt Serienbohrungen machen würde. Also wenn ich hier jetzt einhänge, die nächste Bohrung mache, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, das Gegenstück größer zu fräsen, dass es zusammengeht. Denn je mehr Löcher man bohrt, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie ungenauer wird. Und daher ist es sinnvoll, dann etwas größer zu bohren. Das Gegenstück, dann kann man es auf jeden Fall zusammenstecken. Aber hier bei diesen zwei Bohrungen, Fräsungen wird es sicher kein Problem geben. Ausputzer, damit kein Dreck drinnen ist. Dann brauche ich Beilagbackel. Zwingen brauche ich. Und was natürlich noch wichtig ist, ich muss die Dominos schneiden. Ich habe jetzt 5 cm hier eingefräst und beim Gegenstück auch 5 cm. Das sind dann 10 cm, genau 5, also die Maschine arbeitet genau 5 und 5 ist 10, minus 5 mm, wie vorher schon gesagt, Leimluft ist 9,5. Jetzt habe ich mir hier schon ein Muster mit 9,5, spanne ich mir das hier her. Jetzt lege ich mir das nur hier her, reiße mir das quasi mit der Säge gleich an. So, eins, zwei. Hier musste ich nur das eine mal schneiden, mein Musterstück wird gleich das zweite sein. Das bleibt mir lieber. Die Dominos kann man, wenn man die auf Länge geschnitten kauft, haben die, glaube ich, eine Faser hier. Ja, brauche ich nicht. Ich bringe das so auch immer rein. Besser, wenn es gefasst ist. Das geht eindeutig leichter zusammen. Ich kaufe mir die Meterstangen immer. Dann hier kann ich mit der Bahnschleifmaschine, wenn ich will, anfasen. Aber muss nicht sein. Ich werde jetzt hier den Leim hineingeben. Jetzt nehme ich mir so ein Holzleistchen und kann das noch verstreichen. So, Dominos sind alle eingeschlagen.
Jetzt kommt das nächste Stück drauf. So, das baue ich jetzt nach dem Tischlerdreieck zusammen. Wenn ich das nach dem Tischlerdreieck zusammenbaue, bin ich immer auf der angehaltenen Seite. Also falls ich das falsch eingestellt habe mit dem Domino, also dass ich nicht genau mittig bin und ich würde das verdrehen, wäre ich hier nicht bündig. Nicht auf einer Seite ganz zusammenziehen. Wenn es hier noch nicht zusammen ist, sonst verdreht sich das und dann könnte man eventuell ein Domino abbrechen, aber glaube ich gar nicht. Lässt sich eh nicht bewegen, da ich ja ohne Luft gearbeitet habe, aber also beim Fräsen. Aber trotzdem, wenn ich ein wenig herumklopfe, fühle ich mich einfach deutlich wohler. Wie schaut das aus? Alles dicht, dicht, dicht. Jetzt kann das trocknen. Von den Querstreben, also die 60, also die, was ich 50 geschnitten habe, von denen wollte ich ja 4 machen. Aber leider ging das nicht, denn ein Teil hatte hier so eine Beschädigung und das musste ich rausschneiden. Und es war so genau berechnet, dass es jetzt leider nicht mehr ausreicht. Jetzt habe ich 2 so Streben, aber das ist kein Problem. Die Streben werde ich oben geben, oben wo das Gewicht der Kappsäge ist und wo eventuell mehr Gewicht drauf lasten könnte. Quasi gebe ich diese Staffeln und die Platte oben drauf. Und unten kommt nur eine Platte hinein, wo der Staubsauger steht. Da brauche ich sowas, glaube ich, nicht. In der Zwischenzeit werde ich einen Kaffee trinken. Jetzt habe ich das Problem, dass der Leim sicher noch nicht gezogen hat. Ich habe den Kaffee ex getrunken. Manchmal wundere ich mich über gewisse Sachen, die ich so mache. Aber was ich definitiv weiß, ich werde hier unten Restbretter hineinschrauben. Ich habe eine MDF-Platte von dieser Wand hier, die mir übergeblieben ist und die kommt oben rauf. Hier habe ich die Masse stehen, das schneide ich jetzt zu und hier die Resthölzer. Also ablängen muss ich es auf 60, ich werde vielleicht 62 nehmen oder 61, dass es ein wenig nach vor steht. Ausspannen ist angesagt. Normal ist es mir lieber, wenn ich es länger eingespannt habe, wie als auf diesen Leimen oben steht. Bei diesem Stress, den wir jetzt gerade haben, muss ich das alles gleich fertig machen. Ihr wollt ja das schnell sehen. Ihr habt ja keine Zeit. Ihr seid immer in Stress alle. Also diese Internetwelt ist so stressig. Wenn ich hier reinfräse, würde ich in den frischen Leim hineinfräsen, würde die andere Verbindung schwächen. Jetzt will ich das hier stehend hergeben. Dann schaut die Platte oben drüber reingehen und mittig das Domino geben. Dann bin ich mittig, muss ich 10 hineinmessen. Das werde ich eher so fräsen. Also ich reiße mir hier die 10 an und hier die 10. Hier kann ich jetzt nicht mehr 5 hineinfräsen, sondern 35 mm. Anschlagzapfen kann ich alle weggeben, die stören mich hier nur. Das zweite noch, auch hier schaue ich auf das Tischlerdreieck, dass ich die Tischlerdreiecke zueinander schauen lasse, dann tue ich mich leichter, dann habe ich das besser, also im Überblick, wo ich da bin und wo was ist. Und diese 2 Teile, die raufkommen, die kommen so liegend natürlich an. Und hier reiße ich mir die Mitte an, das ist 4 und 4 und hier auch. Und dann weiß ich genau, das Angerissene muss zu mir raufschauen. Dann habe ich auch den Anhaltepunkt, den richtigen. Hier werde ich aber größer jetzt stellen, damit ich das schön ausrichten kann, dass es sich nicht windschief verzieht quasi.
Jetzt habe ich 2x35 hineingefräst, also beim Gegenstück. Und hier, das sind dann 70 mm. Jetzt werde ich mir 4 so Zapfen mit 65 schneiden. Das ist schon fertig mit 65. Lege ich mir eines so, alles so. Auf diese Wand, wo jetzt nicht viel Leim ist, gebe ich noch ein wenig hin. Jo, was tun mit dem, wo ist Leimer?